So, und ich begrüße mal wieder alle, die da sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Karthago und wir reduzieren hier mal noch unsere unsere Rekrutierungskosten. Wir haben ja so ein bisschen Struggle mit den Römern momentan noch am Laufen. Der wird gleich abhauen, schätze ich. Bei den Elefanten müssen wir aufpassen, denn in den Autogefechten kriegen die immer sehr viel Schaden. Das ist so ein bisschen der... Noch so ein kleiner Nachteil, mit dem wir hier leben müssen. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich Karthago? Hier ist unsere Kavallerie drin. Und dafür würde ich sagen, holen wir uns hier gleich noch die zwei... dafür holen wir uns hier noch gleich die zwei Einheiten, die zwei Bürgerwehren raus. Du kannst den ja mal angreifen, ne? So, der haut jetzt ab. Gepriesen sei Balhamon. In Bewegung, mein Herr. Mein Herr. Schnelle. Mal gucken, wo wir mit ihm hinlaufen, ne? Aber lauf mal ruhig hier hin. Gepriesen sei. Bringt sie zur Strecke. So. Dann machen wir einen Quick Save, denn ich muss gucken. Ich will hier keine Verluste haben. Kann sein, dass ich das manuell austragen muss. Wir werden das gleich sehen. Ja, lass sie mal frei für den Wohlstand. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Ich lebe, um dem mächtigen Karthago. Ja, er sagt jetzt vier Runden, ne? Das ist halt das Problem, ne? Dann muss ich es händig machen, fürchte ich. Oder ich ersetze den Anführer. Yoda Boy, ich grüße dich. Danke für deinen Sub übrigens. Guten Abend, Merb. Schön, dass du auch da bist. Hallo, hallo. Du bist noch da. Ich bin wieder da. Wir sind alle wieder da. Nein, nee, komm, wir lassen das jetzt noch eine Runde und die anderen Gefechte machen wir dann manuell. Ich glaube, wir kommen von hier aus bis nach Cosentia. Wenn wir Glück haben, stellt er da eine Armee rein. Sofort. Bellen. Dann lassen wir mal den Bellen bellen. Gepriesen sei Bala. Erfüllt eure Pflicht, Männer. Ich erwarte eure Befehle. Marsch! Er setzt die Truppe mal so. Mein Herr, ich lebe um. So, hier gibt es noch einen Level für den Hannibal. Ermöglicht sammeln und motivieren. Moral für alle Einheiten und so weiter, ja. Moral für alle Einheiten. Forschungsrate fraktionsweise sehr nice. Das brauchen wir hier aber nicht. Das ist halt so auf Admiräle ausgelegt. Wir gucken nochmal ganz kurz hin. Das ist auch alles für Schiffe. Schiffe sind aber noch zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Wir haben keine Kohle für eine Flotte. Wir müssten mal gucken. Es gibt hier Möglichkeiten, Söldner günstiger zu machen. Wohlstand durch Handel. Lokale Region. Das brauchen wir nicht. Da, Unterhaltskosten für Söldner. Das wäre der Punkt hier. Dann machen wir das hier und gehen dann hier drauf, ne? Wie alt bist du? 39, also alt wird er eh nicht mehr. Die Forschungsrate ist halt mega nice, ne? Machen wir noch ein bisschen List. Machen wir noch ein bisschen List. Machen wir ihn ein bisschen listiger. Ja. Lass den Langsam Bellen ruhig den mal da drin stehen. Der soll da drin bellen.
mein Herr. Und jetzt müssten wir mal schauen, wie schaffen wir es denn hier, Ruhe reinzubekommen? Die sind halt mehrheitlich noch römisch, ne? Wenn ich das richtig sehe, ne? Achso, jetzt gucken. Kultur minus 13. Instabilität minus 14. Ich kann jetzt unmöglich hier 14 Runden warten, das wird nicht klappen. Warum sind das jetzt weniger als vorher? Ich hatte vorher die Möglichkeit, zwei von denen zu haben. Kam das durch Cosentia? Nee, das kam durch die Imperiumstufe mit Makomades, Thapsus und Lepris. Das war das. Das war's. Querz, danke für den Sub übrigens. Vielen Dank. Oh, was hat der Merp heute gespielt? Marvel's Midnight Suns. Hamilkar wird erwachsen. Anysos, Söldnerplan, Krankheit für dich. Bereit zum Kampf. Da ist ein Elendsviertel drin. Zu euren Diensten. Das ist interessant. Oh, Innoson, vielen Dank für die 10 verschenkten Subs. Ja, Wahnsinn, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Zu euren Diensten. Ich setze hier übrigens sogar wieder bei plus 1. Das ist ganz gut. Pass auf, wir machen Folgendes. Nehmt, was ihr tragen könnt. Das reduziert den Unterhalt, ganz brauchbar. Mein Herr. Du stellst dich mal hier. Karthago meilenweit reisen. Ich erwarte eure Befehle. Und du stellst dich mal im Gewaltmarsch nach Lilibion rein mit der Seuche. Dann sind wir da immerhin auf plus minus null. Skillpunkte gibt es für dich auf gar keinen Fall. Deine Streitmacht hat noch einen Bonus bekommen. Machen wir hier nicht. Dein Agent hat noch einen Bonus bekommen. Gewonnene Erfahrung pro Runde für den General und für die Einheiten. Warum nicht? So, und wir forschen eine Ziviltechnologie. Irgendeine, die uns öffentliche Ordnung bringt. Die hier. 3 Runden dauert das. Ja, machen wir. Genau, doch, das ist ganz gut soweit. Vielleicht können wir gerade nochmal eine Runde Siegeskaffee für den Innoson im Chat ausschütten. Das fände ich ganz fantastisch. Hier ist er bei 13. Vielleicht wagen wir uns nach Brundisium vor. Hier steht ein Sklavenaufstand bevor. Ja, das schaffen wir eh nicht, ne? Kannst sie auch besteuern. Was wollen wir hier noch machen? Obwohl, warte mal. Muss er ja erstmal angreifen, ne? Immerhin haben wir 7 Einheiten da drin. Dann können wir aber auch besteuern.
Dann war es lange genug rausgezögert. Minus 6 Nahrung, er hat das Elendsviertel abgerissen. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Gepriesen sei. Die Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Wir kämpfen für euch, mein Herr. In Bewegung, mein Herr. Habt ihr noch weitere Befehle? Das müssen wir aber händig machen. Oh ja, stimmt. Hypecrane Stufe 4. Wahnsinn. Ja, es ist im Anmarsch. Ist im Anmarsch. Wieder sehr schön, dass seine Einheiten alle deutlich schneller werfen als unsere. Aber Verluste bei den Plänklern sind jetzt nicht so dramatisch. Wenn man so, also die Einheitenauswahl bei Rome 1 ist halt echt, bei Rome 2 ist halt mega geschmeidig, ne? Wenn du die auch bei Warhammer und ähnlichen Titeln hättest, ey, es wäre ein Träumchen, ne? Wäre wirklich ein Träumchen. Ihr macht irgendeinen Quatsch. Könnt ihr mal aufhören, euch so in diese Typen da reinzuwickeln? Wenn ihr nämlich gleich Pila fliegen, macht ihr nämlich ansonsten hier gleich den Verschwindibus. So, nächste Stufe, was machen wir da? Belagerungswaffen, Geschossschaden haben wir hier. Moral für Einheiten bei Hinterhaltgefechten heben wir uns auf, wegen der Bewegungsreichweite, ne? Verteidigung plus 1, Barrikaden, Schwefelgruben, Feuerbälle, Krähenfüße, bringt leider gar nichts. Ist nicht so stark, Nahkampfangriff gibst du hier. Moral und so weiter. Hm?
Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ja, du machst die Armee noch mal billiger. Spart noch mal Kohle. Zu euren Diensten. Können wir hier eigentlich auch machen. Wir machen auch aus den Belagerungsexperten. Minus 6 und plus 12. Mach mal einen Tempel hier rein. Mach mal ruhig einen Tempel hier rein. Normale Stellung. Ich erwarte eure Befehle. Ich denke, hier wird die Revolte kommen, aber in Syrakus haben wir doch mit 12 Einheiten ganz gut was an Trüppchen am Start. Ne? Mach mal ruhig zwei von den Bürgerwehrfritzen noch hier rein. Das können wir hier ja so lassen. Das reicht dann auch, glaube ich, einfach. Ich denke nicht, dass wir hier so viel mehr Truppen brauchen. Blockkasper, danke übrigens auch noch für deinen Sub. Ich danke dir. Könntest du bei Karthago unter dem Provinzeffekt nachsehen, ob Karthagos Hafen als Weltwunder erscheint? Nur die Region Karthago plus 25 Wohlstand aus Handel. Deswegen müssen wir auch bald diese ganzen Gebiete hier einnehmen. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Alter. Ihr sprecht von tiefer Weisheit, doch euer Angebot ist seicht. Ich kann nicht zu... Bitte nehmt meine bescheidene Person als Publikum für euch. Die sind immer so unterwürfig, aber von mir aus. Seid gegrüßt. Wir sind ein zivilisiertes Volk. Ihr könnt frei... Ja, nee, da lass mal. Da lass mal, da lass mal, da lass mal. Jezebel, warte mal, das bist doch du. Jezebel wird mir Nahrung klauen. Hast du? Noch nicht. Charakter, Bogotaden. Streitkräfte des Atlas. Ja, ist okay. Ist okay. Ich mache diesen bescheidenen Vorschlag in der Hoffnung, dass ihr die Vorteile engerer Beziehungen zu unserem Volke erkennt. Das können wir machen. Du hast auch gerade keine Kriege mehr, ne? Mit Geduld entwickeln sich Fähigkeiten. Gepriesen sei Baal. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. In Rimini und Velatri würde er die Nahrung herbekommen. Guter edler Freund, welche ein Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören können. Die Götter wären verstimmt, wenn ich zu schnell meine Zusage gebe, obgleich... Warte, der hat nur noch... Hat der nur noch diese eine Siedlung?
Wie kann ich Karthago dienen? Ich lebe und zum Sieg! In Bewegung, mein Herr! Mein Herr! Das ist unmöglich. Gefriesen sei. Nichts ist unmöglich. Karthago. Ich würde vor Karthago meilenweit reisen. Bringt sie zur Strecke! Und, sagst du was? Nee, heute keine Ansprache. Okay, der campt natürlich da oben auf dem Hügel, alles klar, ja. Ekelhaft. Warum eigentlich Hopliten und keine Phalangen? Ich hab keine. Ich hab nur Hopliten. Der Witz für Karthago besteht ja darin, dass du keinerlei Einheiten hast, die das irgendwie so, die das irgendwie so hergeben, ne? Wir wachen ausgiebig über unseren Pöbel. Der ist sehr kostbar, den brauchen wir noch zur Garnison. Schön, der holt sich jetzt einen super Bonus für den Fernkampf, ne? Wir erwarten eure Befehle. Stolze Söhne Karthagos. Solche Söhne Karthagos. Fucking stolze Söhne. Sieg, Elefanten! Rück vor, Reiter! Möge Baal Hamun uns Kraft geben! Kavallerie! Für das Volk von Karthago! Neue Söhne Karthagos! Amisos! Bereit! Wollt ihr Befehle? Da kommt Kavallerie zu euren Diensten! Hopliten bereit! Für das Volk von Karthago! Die Götter sind mit uns! Vorwärts! Erwarte Befehle! Für
Die schießen natürlich nochmal doppelt so schnell wie unsere Jungs, aber hey. Wichtig war nur, dass wir in Reichweite kommen, ohne dass er 3 Salven abfeuert. Er hat 2 abgefeuert, es reicht dann auch, ne? Ich will eigentlich auf seine Kavallerie schießen. Machen das nur, weil wir die restlichen Einheiten noch aufbleiben wollen. Für die Kohle. Die KV haut ja eh ab, die erwischen wir nicht. Aber hey. Beenden wir den ganzen Spaß hier. Das gibt am meisten Kohle, ne? Beeilt euch, Männer! Beeilt euch, Penner! Plus 5! Meinst du nicht ernst? Ich erwarte eure Befehle. Das nennt ihr eine Garnison euren Dienst. In der Tat nenne ich das eine Garnison. Wie würdest du das denn nennen? Gepriesen sei Baal Hamon. Cooler Name. Der parlamentarisch Gewählte. Wie heißt du? Diktator. Aber das ist nur so ein Name. Ich erwarte eure Befehle. Ah ja, cool. Da sind wir durch. So, was machen wir jetzt hier? Also. Seid gegrüßt, ehrenwerter Freund. Fühlt euch wie zu Hause und sprecht, als säßet ihr vor eurem eigenen Feuer. Ja, wie wär's mit, Mögen euch die Götter vielfach segnen. Eure Weiß, mein Herr heißt euch und euer edles Volk aufs Herzlichste willkommen. Welch Weisheit bringt ihr? Okay. Setzt euch, mein Freund, und lasst uns... Also, da muss man zumindest sagen, die Diplomatie bei Warhammer ist ja dann doch nochmal ein bisschen besser, ne, und differenzierter.
Ja, Nahrung haben wir genug. Nahrung haben wir genug. Nahrung haben wir genug, aber... Was haben wir hier? Handel, ne? 1800, das bringt dann nochmal Schotter. Wir brauchen natürlich später irgendwie in Karthago so einen Kriegshafen, das gehört ja irgendwie dazu. Aber bei nur 1000 Euro Einkommen, bin ich mir auch nicht sicher, ob wir das so machen sollten. Also, wie könnte das hier aussehen? Er greift hier an, der kommt im Gewaltmarsch hier rüber gestiefelt, ne? Der steht ja momentan nicht im Gewaltmarsch, der kann ja so hier rüberlaufen, ne? Im Gewaltmarsch kommt er doch bis hier hin. Der aber nicht. Der kommt nur bis hierhin. Das heißt, ja, es kann also sein, dass er angreift, ne? So, dann greift er hier an. Hier greift er nicht an, da bekomme ich ja Verstärkung. Ich könnte hier immer noch das Gefecht ablehnen. Ich könnte auch sagen, ich rekrutiere hier Einheiten. Die könnte ich alternativ auch noch hier rekrutieren. Wenn ich hier sage, ich rekrutiere... Wir haben ja momentan günstigere Kavallerieausbildung. Dann nehmen wir noch zwei Stück. Ein nobles Vorhaben benötigt noble Männer. Oder so, ne? Ich meine, wir brauchen irgendwie... Wir brauchen ja was gegen diese Hastati, ne? Und gegen diese Hastati kämpfen wir mit karthagischen Hopliten in der ersten Reihe. Und die blocken ab. Und in den Rücken ballern wir Kavallerie und libysche Speerträger. Ne? So, das ist so die Sache. Wenn die keine Muni mehr haben, sind die aber wertlos. Ne? Dann kosten die einfach nur noch Geld. Die bringen sowieso überhaupt nichts. Die nehmen wir nur zur Garnison. Ansonsten machen die nichts. Wir nehmen 3 Kavallerieeinheiten und dann stöpseln wir die da oben hin. Um den mächtigen Karthago zu dienen. Weiß ich nicht. Für euren Diensten. Weiß ich nicht. Wir haben hier immerhin 6 Stück, ne? So, und dann die hier. Gepriesen sei Balhamon. Ich könnte noch eine Armee hier aufstellen. Das ist ja... Ja, das ist ja einer von uns, ne? Guck mal... Der Elefant kostet uns 0. Dann nimm den doch mal. Ich bresche im Namen Karthagos auf. So, dann nimmst du noch 3 Hotte Hüs und dann haben wir es doch. Bereit. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich lebe um den mächtigen Karthagos. Ja, du bist das, aber... Diese Boni, die wir hier kriegen, die heben wir uns noch gut auf. Insbesondere den mit dem Bewegungsvorteil, ne? Ja, die Stammler sind am Start, aber hallo, ey. Hey, Captain X, grüß dich. Die Tempelsteuer. Die gibt uns mehr öffentliche Orte. Solche, wo? Okay, gut. Nicht unsere. Fein. Öffentliche Ordnung ist immer ein Riesenproblem. Das hier ist auch immer ein Riesenproblem. Kulturelle Konvertierung sehe ich ganz gut. 3, 4, 6. Für die öffentliche Ordnung. 18 hierfür. Ja, mach das noch. Mach das noch. Ja, brennende Schweine. Haben die Römer, glaube ich, jetzt nicht. Mein Herr, ich erwarte eure Befehle.
Wie kann ich Karthago dienen? Wenn du hier hingehst. Die Siedlung wird belagert. Und wir das belagern. Ein Mann hat viele Gesichter in Bewegung. Im Dienst ist er. Gepriesen sei Baal-Hamon. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ich würde vor Karthago meilenweit reisen. Das ist gut, das musst du nämlich auch machen, meilenweit reisen. Wir haben nur die Elefanten verloren, ne? So ist es. Bereit zum Kampf. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Wie kann ich Karthago zu euren Diensten in Bewegung? Auf 9 mm darüber, bitte. Für euch, mein Herr. Ich glaube, wir brauchen die Armeeverstärkung durch die Getreidegruben. Bin mir ziemlich sicher, dass wir die brauchen. Das da Reis. Warte mal, das kostet Nahrung, aber das ist nicht so schlimm. Dann lass das mal beides noch da. Lass mal kurz überlegen. Ich glaube, also mit Brundisium haben wir jetzt schon mal eine wichtige Festung, ne? Wir können jetzt auch hier einen Erlass reinmachen. Wirtschaftsgebäude produzieren, ne? Loyalität politischer Partei, ne? Steuersatz, okay. Nahrung, Wohlstand, Kultur, Baukosten, Regulierungskosten, ja, wir nehmen die Nahrung, glaube ich, die öffentliche Ordnung. Astarte, Baal-Hamon, Tanit, Melkart, Eshmun und, ja. Ja. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ich würde für Karthago meilenweit reisen. In ja, Bewegung. Bleib mal hier. Euren Diensten. 7 Runden, bis das Ding wieder verstärkt ist. Ne, wir müssen eigentlich das Teil für die. Wir müssen eigentlich das Teil für die Getreidegruben bauen. Aber wir haben keine Kohle mehr. Wir haben keine Kohle mehr. Wir haben keine Kohle mehr. Warnung, Schutz verfällt. So ist es, ne? Jo.
zu euren Diensten. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Bereit zum Kampf. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich erwarte eure Befehle. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Wenn mich ja jetzt nicht alles täuscht, ne? Gepriesen sei Baal-Hamon. Und dann kannst du ja da reinlatschen. Guck mal, er kann da nicht verstärken. Ich erwarte eure Befehle. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Wie kann ich Karthago dienen? Das können wir nicht. Für uns bei Baal-Hamon. Ja! Oh, ich hätte mir bessere Chancen ausgerechnet. Immerhin, also unsere Linie hier können wir ganz gut hinpacken, ne? Wollt ihr euch von diesen Hunden beleidigen lassen? Oder gar unsere Vorfahren oder Götter? Nein! Wir werden dieser Unverschämtheit ein Ende setzen. Wir werden sehen, ob sie mit aufgeschnitzten Bäuchen immer noch Sprüche klopfen. Lasst sie uns niederschlagen! Macht euch bereit! Jo!
Reiter! Kavallerie! Kontinformation! Kontinformation! Nahkampf, Kavallerie! Rückt vor, Reiter! Bereit! Lexier schon! Mein Herr! Amisus! Mein Herr! Erwarte Befehle! Kavallerie! Wollte Befehle? Zählos! Mein Herr! Kyrie! Schütze! Nahkampf, Kavallerie! Das funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wow. Ich wusste gar nicht, dass Hastati harte Kavallerie-Counter sind. Ist jetzt nicht so unbedingt mein Erwartungswert. Ach du meine Fresse. Ist ja heftig, ey. Ist ja heftig. Wahnsinn. Ich zieh die mal noch ein bisschen zurück, ne? Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass du halt... mit so einer Kavallerie dann ein bisschen mehr reißen kannst, ne? Gegen Hastati zumindest, ich meine gegen Princaps oder von mir aus Triaria, ne? Das ist ja irgendwie klar. Da erwartet man das nicht so viel anders. Aber gegen Hastati, das ist nochmal... Ah. Wartet jetzt hier, oder wie? Okay. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Ich stelle den mal breit hier hin. Ich hätte es eigentlich lieber anders. Aber das können wir vielleicht ansonsten auch mal versuchen. Müssen wir mal gleich gucken, ob das geht. Pass auf, nimm den mal mit. Nimm mal die zwei hier mit. Den noch mit, der ist etwas angeschlagen. Geschwindigkeit! Oh
eine Einheit Hastati, ne? Das ist eine von diesen begeisterten Hastati-Einheiten. Greift er jetzt an? Oder gruppiert er einfach nur um? Guck mal, auf einmal ist der unsichtbar. Der steht doch direkt in Sicht. Er wollte gerade sagen. Baal Hamun hat uns gesegnet! Schwertkrieger! Schnell! Erwarte Befehle! Leute, ey, das ist 23:30, ne? Wir nehmen seit 53 Minuten auf. Ich will jetzt hier nicht noch eine Stunde... Ich glaube, ich muss es, ne? Guck es dir an. Also, wisst ihr was? Wir sind jetzt bei ungefähr einer Stunde. Ich würde sagen, ich rücke jetzt mal einfach stumpf vor, ohne dass ich da jetzt hier viel Raffinesse walten lasse, weil ich nicht mehr die Zeit habe, das heute noch alles auszuspielen. Ich muss ins Bett, ich muss morgen arbeiten. Aber wir gucken mal einfach, was gehen kann. Wir gucken einfach mal, ob was geht. So, das können wir ja trotzdem mal versuchen rauszufinden. Vielleicht klappt's nicht. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir fürs nächste Mal, können wir uns dann einen Plan machen und dann... Ja, weiß ich nicht, ne? Machen wir das dann irgendwie so. Also, das ist halt so eine, das ist halt so eine krasse Hinhaltenummer, ne? Also, ich meine, was soll ich da denn, was soll ich jetzt machen, außer dass ich dieses Gefecht dann hier 2 Stunden lang ziehe, ja? Ja, vielleicht nicht. Vielleicht nur 1,5 Stunden. Mob! Die haben noch nicht einen einzigen Pfeil geschmissen, wenn schon von der Kaff gecharged. Das ist so ein Mist. Aber du kannst es nicht microen, ne? Diese Gefechte auf so einer Riesendimension, ne? Ja. Das ist nicht machbar. Machen auch kaum Schaden an den Hastati. Guck mal, die stehen ja noch mit der Seite. Kannst du nichts machen. Unsere Kaff kriegt das nicht mal hin, diese Italer aufzureiben. Das ist ja so lächerlich. Naja, gut. Ja, schmeiß deine Kacke da. Ja, Attacke. Hast du sie jetzt bald? Ich meine. Angriff! Befehle! Erwarte Befehle! Befehle! Erwarte Befehle! Herr! Eure Befehle! Befehle! Erwarte Befehle! Alter, wir kämpfen ja gerade mit der riesigen Kavallerie-Armada. Kannst du mal bitte das ein bisschen schneller machen? Jetzt? Komm. Lass die Kapfer an dem doch einfach mal flüchten, bitte. Danke. Ja,
Das hier könnte jetzt klappen. Ne, du musst hier rüber. Ja, buff dich mal selber. Ich sehe es schon kommen, wie der mich jetzt gleich mit Plänklern blockt. Der rennt einfach, guck mal, der rennt einfach mit der Inf aus dem Nahkampf raus, weil er keine Einheiten dabei verliert, ne? Wahnsinn, ey. Das ist ein Träumchen, ne? Wenn du so gamen kannst, wenn du so aufspielen kannst. Immerhin, den da haben wir erwischt. Hier, Attacke. Die müssen alle da raus. Oh Leute, es ist ein Krampf, ne? Genau, guck mal, da haut er einfach so mir nichts, dir nicht aus dem Nahkampf ab. Glukose!
Oder? Er hat doch Glukose. Er hat eindeutig Glukose gesagt. Junge, Junge. Ganz schön Pain. Ganz schön Pain, Junge, Junge. Ja, die Verluste waren auch hoch, ne? Unser Seitenanführer ist natürlich draufgegangen. Ist der einzige Elefant, der gestorben ist, oder was? Tadden. Nee, okay, gut. Tadden ist mir sowas von wurscht. Tadden. Ha. Genau, aber wirklich Kanne, Junge. Heftigst. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Habt ihr noch weitere Befehle? Partei der Landbesitzer kostet null. Dann bist du es, mein Freund. Feind. Eure Befehle. Oder was auch immer. Gepriesen sei Balhamon. Weil der ist in Reichweite tatsächlich. Der könnte dann angreifen, ne? Ich erwarte eure Befehle, um dem mächtigen Karthago. Gepriesen sei Balhamon. Jo. Okay. So, eine Armee weniger. Wir haben gesehen, wie man es machen kann. Brundisium ist ja halbwegs safe. Jetzt müssten wir noch gucken, ob wir mit dem Agenten was machen. Werden wir gleich sehen. Ah, ich soll Werbung machen, wahrscheinlich heißt das, ne? Würde ich auch annehmen. Ja. Wir machen noch eine kurze Werbepause und sehen uns gleich wieder. Bis dann, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete. Und halt den Klang.